Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Blitzkrieg DLC. Und was leider ab und an passiert, alle DLCs, so allen zwei Missionen, das OBS nur ein Standbild produziert, ich weiß nicht ganz warum. Naja, gehen wir noch die Missionsbeschreibung durch. Unerwartet schnelle Reaktion der Deutschen und die darauffolgende blitzschnelle Eroberung Schwedens hat bei den Briten und Norwegen zu einer strategischen Schockstarre geführt. Streitigkeiten unter den Alliierten haben zu schleppenden Truppenbewegungen, verwirrenden Kommandostrukturen und zu einer grundlegenden Uneinigkeit geführt, die man nun angreifen oder sich auf das Verteidigen beschränken soll. Nachdem sie eine Gelegenheit wittern, legen die Deutschen ihr Hauptaugenmerk auf einen Vormarsch nach Norwegen mit dem Ziel, bis nach Osten und darüber hinaus vorzudringen, bevor sich die Alliierten wieder gesammelt haben. Es war wieder ein Szenario, wo man einfach sehr viel laufen muss und sehr wenig kämpfen. Deswegen, ja, ich bin schon ein bisschen froh, dass es jetzt das getroffen hat mit der fehlenden Aufnahme und nicht zum Beispiel der Durchbruch durch die Maginot-Linie oder den Kampf bei Paris. Das waren ja auch wirklich lange Sachen. Nur noch eben schauen, wie startete man das nochmal. Was wir sehen, erstmal noch ein paar Spezialisten austeilen an Truppen, die wir noch länger haben. Das OKH hatte noch einige auf Vorrat. Und jetzt haben wir hier einen Schwung Fallschirmjäger und sonst Stavanger erobern, haben aber Glück, dass unser Falli das direkt einnimmt. Aber die anderen springen dann trotzdem ab. Die konnten nur hier oben irgendwo abspringen. Und sollen irgendwie den Ort da verteidigen. Der bringt immerhin 50 Punkte, wenn man ihn hält. So, da ging auch der Vormarsch los, aber da standen leider Gegner im Wege. Wie gesagt, hier eine Mission, wo man sehr viel laufen muss. Das erwischt schon viele Pioniere, beim Falli da hinten ja auch, aber die Gegner ziehen sich auch gut zurück. Wodurch man hier immerhin halbwegs vorrücken kann. Der LKW kann dann natürlich auch raus. So, dann macht die hier drüben aber leider auch Stress. Wir hatten auch die ganze Zeit so ein Abwehrfeuer. Bei allen Einheiten, die an der Küste standen, musste man also ein bisschen schauen. Ja, und das Brückenabreiße geht wieder los. Bisschen zurückschlagen und direkt in den angrenzenden Feldern zum Flughafen gibt es auch Versorgung. Die Brücke wird repariert, ist aber dann natürlich auch erst wieder am nächsten Zug einsatzbereit. Da steht noch einer. Ansonsten sehr, sehr viel immer weiter einfach bewegen. Die Versorgung ist auch so ein bisschen knapp. Man hatte, das war schon eine Mission, wo man nicht mehr 100% Nachschubqualität hatte, sondern 60%, aber es gab zwei Ziele, die man sich hier erobern konnte. Bei Oskarsburg. Zum Beispiel eins davon. Und da geht die nächste Brücke kaputt. Der Panzer konnte sich leider nicht mehr daran stellen. Also über die intakte Brücke. Jetzt dann mal weiter. Und ja, also die Gegner, die ziehen sich immer schon ganz gut zurück. Und hier immer auch schon ein Bonusziel hatte. Oslo steht natürlich auch leider jemand drin. Da wird repariert. Ihr rückt vor. Und die sehen auch, dass sie mal hinterherkommen. Ja, nächster Schritt, da über die Brücke und irgendwie Oslo erobern. Ist, glaube ich, schon der dritte Pio, der in diesem Szenario drauf geht. Kann noch irgendwann richtig teuer werden, aber zumindest ist Oslo erobert. Also das war beim Panzer natürlich auch ein zu null prognostizierter Angriff.
Ist der direkte Brückenübergang noch gehalten, aber den müsste man ja demnächst raushauen können eigentlich. Hoffe ich. Seine nächsten schon kaputt. Und die Briten haben da drüben jetzt auch kein Interesse mehr, Stavanger einzunehmen. Das ist ja zumindest auch ganz praktisch. Immerhin 50 Prestige, die da hinten dran hingen. Ein bisschen hier Bahn und die Wege freiräumen. Und hier auch ein bisschen vorrücken und Land sichern. Flugplatz, die sind da leider sehr tief drin verschanzt, deswegen kann man die nicht einfach so angreifen. Aber da schien noch Zeit zu sein, erstmal eine Belagerung zu starten. Ja gut, da werden Brücken wieder repariert, da oben ist glücklicherweise keine drin. In Bergen, im anderen Ziel auch nicht. Flughafen umstellt. Und die fahren jetzt noch los und schauen sie, ob sie da noch irgendwie Bonusziele kriegen. Auch wenn das mit der Versorgung natürlich lustig ist. Sie hatten eine Luftversorgung. Naja, und das OKH zumindest hat auch eine riesige, na, mit 11 Feldern eine sehr gute Reichweite. Sagen wir es mal so. Na, mit Bergen dann auch übrigens alle Hauptziele rechtzeitig erobert. Nochmal Versorgung gekriegt. Die gucken, ob sie die Ziele da noch kriegen. Ansonsten wird jetzt halt vor allem der Flughafen belagert. Und da stellt sich halt heraus, die Zeit würde fehlen. Und auch da steht einer drin. Man könnte es nicht mehr erobern, dann fahrt lieber in Richtung Versorgung. Du kriegst Luftversorgung, ehe du dich auflöst. Und der kapituliert jetzt zum Glück dann auch noch rechtzeitig. So, dass man da noch eine Karte kriegt. Und das wäre es dann im Wesentlichen gewesen. Also wieder eine Mission, wo man sehr weit einfach nur fahren muss, nicht sonderlich viel kämpfen. Und ja, nur das Unschöne war am Ende, dass es doch recht viele Pioniere gekostet hat. Die jetzt hier hinten wahrscheinlich ein wenig fehlen werden. Und es ist wichtig, in der Mission Bergen zu erobern, damit man Seelöwe machen kann. Aber immerhin ist das Konto recht voll. Ach, und die Einnahme des Flughafens hat eine Karte gebracht. Da habe ich dann mal den Bomber genommen und einen LKW, der hier noch war, raus. Dann hat man im Zweifel, falls Bergen eng wird, richtig viel Feuerkraft oder halt, wenn Seelöwe losgeht. Und der Fanny, der ist eigentlich auch immer ganz nett, der wird zur nächsten Konferenz wieder regeneriert, dass man den dann einsetzen kann. Na gut, das war jetzt halt mal wieder diese Zusammenfassung, weil OBS nur ein Standbild produziert hat, was halt alle paar Missionen mal vorkommt. Aber ich bin, wie gesagt, froh, dass es jetzt eigentlich nur eine Nebenmission getroffen hat und hoffe, dass man die weiteren in Ruhe spielen kann. Dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.